Freunde, hier ist Frank ein Hesse on Tour und wir sind hier in Sintra und werden jetzt ein weiteres Highlight besichtigen. Da oben steht es nochmal, Pena Palace. Ja, wir sind jetzt bei dem Pena Palace. Das ist die Sommerresidenz von dem König Ferdinand. Und sie ist in mehreren Baustilen errichtet, von der Gotik über die Neoklassik. Und er hat sich eben die Ideen so aus der ganzen Welt zusammengesammelt. Sind wir mal gespannt, was wir hier so alles entdecken. Viel Spaß dabei. Das ist schon mal der Eingangsbereich, wo wir gerade reingekommen sind. So, nach einem steilen Anstieg sind wir jetzt bei dem Palast angekommen. Und hier sind dann auch schon die einzelnen Baustile gut erkennbar. Das Märchenschloss von Ferdinand. Und Ferdinand war ein Deutscher. Ein sehr beeindruckender Bau. Was wir jetzt vor uns sehen, ist der Dom. An diesem Bau arbeiteten deutsche und indische Architekten. Auch die Wasserspeier, hier die Löwen und hier die Krokodile sind sehr interessant anzuschauen. Musik
Hier geht's über eine Zugbrücke. Dieser Teil stammt aus dem 16. Jahrhundert. Und das war, bevor hier ein Schloss entstanden ist, ein Kloster. Dies ist das Klosterteil, daher werden wir jetzt hier auch nur eher kleinere Räume vorfinden. Jetzt kommen wir in das Esszimmer. Die Schlafkammer. Hier befinden wir uns jetzt im Teezimmer. Das Büro. Und hier sind wir jetzt in dem königlichen Schlafzimmer. Und das ist jetzt das Badezimmer. Und gleich neben dem Badezimmer befindet sich das Gefängnis. Die Klosternische. Hier befinden wir uns jetzt in der zweiten Etage des Klosteranbaus. Ja, hier oben scheint es so zu sein, dass wir nicht in die Zimmer reingucken können, warum auch immer. Und hier befinden wir uns jetzt in dem Raum des Sekretärs der Königin. Auch gleich daneben das Badezimmer. Thank you.
Das war jetzt das Schlafzimmer von der Zofe, der Königin. Das war jetzt das königliche Schlafzimmer. Und angrenzend das Badezimmer. Und hier sind wir jetzt in dem Ankleidezimmer. Hier sind wir jetzt in dem Teeraum. Und hier ist das Office der Queen. Auch einen Telefonraum gab es hier. Hier befinden wir uns jetzt in dem Sitting Room. Das war dann wahrscheinlich der Speiseraum. Dies ist der grüne Raum. Und jetzt sind wir hier auf der Terrasse gelandet. Von hier aus hat man natürlich eine super Aussicht über die Seite des Schlosses.
und über Lissabon. Das ist der Galerieraum. Und das Atelier. Das Raucherzimmer. Und hier sind wir jetzt in der großen Halle. Und in dem Office des Königs. Das Schlafzimmer des Königs. Und der Raum von Ferdinand dem Zweiten mit seinem Bildnis. Das Esszimmer von dem neuen Palast. Die saßen im Kreis. Hier befinden wir uns in der Küche, die gerade renoviert wird. Man sieht aber hier auch noch die Kochstellen. Ja, und jetzt sind wir hier auf dieser Terrasse angekommen. Im Übrigen ist diese gelbe Farbe alles noch Originalfarbe. Auch natürlich die rote.
Ja, Freunde, das war jetzt das Schloss Pena Palace. Auch ein sehr schönes Objekt. Auch das Märchenschloss genannt, mit seinen vielen Türmchen und Verschnörkelungen und Verzierungen aus verschiedenen Epochen. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert, sich das, wenn man hier in der Gegend ist, sich einmal anzuschauen. Bis gleich. Korallen und Meeresmuscheln. Von hier aus hat man jetzt auch einen Blick bis ans Meer. Ja, das war doch jetzt nochmal ein sehr schöner Blick, den wir da hatten, bis aufs Meer. Und damit endet jetzt der Rundgang hier auf dem Schloss. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zu unserem nächsten Video. Tschüss. Thank you.